Tief in den Marschen von Dust Wallow haben die Stonemaw-Ogre ein einfaches Dorf errichtet. Obwohl die Ogre einst mit den Orks verbündet waren, haben sie begonnen, das kleinere Volk zu hassen und sind nicht länger bereit, den Orks zu helfen. Jetzt huldigen die Ogre nur noch der Kraft. Bin zur Spurensuche bereit. Okay. Auf geht's jetzt. Dürfen wir uns gleich mal wieder hier durchkämpfen. Entfesselt meine Kraft. Ich handle instinktiv. Wenigstens können unsere Helden alle Distanz angreifen gegen Lufteinheiten. Sonst könnten wir hier relativ wenig machen gerade. Was die alles für CC-Möglichkeiten hier haben. Murlocs gibt es ja auch noch. Der geht auch langsam Richtung 11 zu, das ist auch gut. Die entzaubern meine Stachelbestien, weil es geschworene Einheiten sind. Noch mehr Murlocs. Die halten zum Glück nichts aus. Das sind die Stonemaw-Ogre. Das muss das Ogerdorf sein. Da werde ich bestimmt nicht auffallen. Ihr nicht willkommen, Halbmut. Ihr kein Stonemaw-Krieger. Hör zu, ich will keinen Ärger. Ich will nur mit eurem Kriegsherrn sprechen. Wir wollen Korngal sprechen. Wir müssen an uns vorbei. Die wollen Beef. Gut, das Beef könnt ihr haben. Oh, komm schon vorbei. Ich habe die leicht überschätzt jetzt. Da haben wir immer noch nichts drin. Ja. Dann schauen wir mal, was dieser Kriegshäuptling hier für uns hat. Ihr kämpft wacker, Halbblut. Ihr Mocknatal habt dünnes Orkblut in Adern. Aber ihr stark. Warum kommt ihr her? Ich möchte mich eurem Clan anschließen. Ich möchte auch ein Stonewall sein. Ihr habt etwas Ogerblut. Ihr habt Recht, euch anzuschließen. Aber habt ihr auch Kraft? Wir werden sehen, Halbblut. Wir werden sehen. Also, ihr wollt euch Stonewall Clan anschließen. Zuerst, ihr müsst Prüfung von Kraft machen. Müsst den Handschuh finden. Unwirtliches Tal voll großer Gegner. Gegner töten, durchhalten. Das beweist uns Kraft. Geht jetzt, Halbblut. Wir sehen, ob ihr wiederkommt. Ja. Hört sich nicht allzu schwer an. Was haben wir hier denn? Heilschutzzauber, Tempus oder die Bestie. Okay. Nichts unbedingt, was man jetzt haben muss. Hydra. Lass mich raten, du teilst dich auch wieder auf, nachdem wir dich töten. Natürlich. Und die sehen auch so aus, als ob sie sich auch noch einmal aufteilen würden. Ihr müsst euch mal neue Tricks einfallen lassen.
Sasquatch-Viecher da. Die sind mir immer noch ein Rätsel. Oh, da ist ja noch einer mit Reincarnation. Gerade erst gesehen. Der kommt auch noch mal wieder hier mit Reincarnation. Los, komm. Ja, Sturmschlag. Immer wieder sehr praktisch. Da ist ein Auferstehungsstein. Das muss das Tal sein, das Korgal erwähnte. Handschuh, so hat er es genannt. Ich bringe das besser hinter mich. Ich lasse den groben Trotz nicht gern warten. Entfesselt meine Kraft. So. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich handle instinktiv. Wir müssen hier 130 Viecher töten, wenn ich das richtig sehe. Hier unten ist eine Anzeige. Mal sehen. Ja. Das geht ja relativ schnell. Es werden sie immer mehr. Hier ist ein Thron. Oder sowas in der Art. Kann auch ein Haus sein. Aber es sieht eher nach einem Thron aus. Ja. Donnerechsen. Oh Gott, das gibt jetzt ein tolles Blitzspektakel hier. Mehr von denen. Ich wandere allein. Was liegt vor dir? Jagt sie raus. Noch mehr von denen. Irgendwie bringt das mit dem Verhexen hier relativ wenig. Entfesselt meine Kraft. Unsere Wege kreuzen sich. Jagt sie raus. Entfesselt die Welt. 15 Viecher sind es jetzt noch. Können wir nicht mehr allzu viel kommen hier. Wie viel Schaden macht das Viech eigentlich? Er sagt nicht. Okay. Was liegt vor mir? Mit Fangzähnen und Klauen.
Kuschamme jagt sie aus. Buch der Gesundheit werden am wenigsten Leben von euch. Rokan hat am wenigsten. Der kämpft aber am seltensten im Nahkampf. Da gebe ich es lieber Kern. Der kann damit, glaube ich, ein bisschen mehr anfangen. Und apropos Kern, der hat eine neue Stufe. Machen wir mal mehr Schaden für die Schockwelle. Ein Ring der Erzmagier. Bei dem überlege ich es mir jetzt schon wirklich, weil das Ding ist gut. Im Moment hat der Kern vielleicht noch was nicht allzu starkes. Na gut, komm, weg damit. Eine Mana-Rack-Aura ist es allemal wert. Müssten da kein Item mitnehmen, okay, das ist gut. Ich habe die Form aufgenommen. Da habe ich über ein paar Runen übersehen. Sollte jetzt ein bisschen dauern, bis die da wieder zurück sind. Ja. Mal sehen, was wir jetzt dann tun müssen. Ich habe diese Bonuskampagne schon wieder unterschätzt, also ich habe die mir ein bisschen kürzer in Erinnerung gehabt. Aber gut, mal sehen. Es kommt nämlich noch einiges, was mir hier da noch im Kopf ist vom letzten Mal durchspielen. Ihr habt also doch Kraft, Halbblut, ihr würdiger Stormhol. Nun hier drin, was ihr wollt vom Clan. Ich möchte, dass eure Krieger der Horde im Kampf gegen die Menschen helfen. Der Stormwall-Clan wäre eine große Hilfe für den Kriegshäuptling der Orks. Dummes Halbblut. Wir Oger vor langer Zeit von Horde gelöst. Sie schwach, weich. Wir ihnen schulden nix. Solange ich herrsche, Stormwalls keinen Orks helfen. Dann habt ihr vielleicht lange genug geherrscht. Korgal, als Mitglied des Stonewall-Clans fordere ich das Recht, mit euch um die Führerschaft zu kämpfen. Ich lange Zeit keine echte Herausforderung mehr haben, Halbblut. Großer Spaß, euch zu zerquetschen. Wir nehmen beide Prüfung von Blut. Ich und ihr. Keine Tricks, keine Magie, nur Muskeln und Geschick. Ihr denkt ich dumm. Ihr denkt, ich langsam. Nun, ihr seht, warum Korgal über Clan herrscht. Ich habe Korgals Fertigkeiten unterschätzt. Ich muss meine Bestien rufen, um ihn zu besiegen.